Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Heute erwartet uns das Spiel VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg dürfte zufrieden sein mit der eigenen Leistung angesichts des jüngsten Heimsieges, als man es mit dem FSV Mainz 05 zu tun hatte. Nicht nur den Trainer hat das 4:0 begeistert und ich könnte mir vorstellen, dass es heute ähnlich gut läuft. Die Erwartungen an Thomas Müller sind heute natürlich enorm. In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen und sowas ist logischerweise sehr gut fürs Selbstvertrauen. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Die Mannschaft spielt heute im klassischen 4-3-3 mit zwei Stürmern auf dem Flügel. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Ich bin gespannt, wie sie im Verlauf der Rückrunde auftreten werden. Bisher sieht es so aus, als könnten sie es in den Champions Cup schaffen. Aber klar, dass das die Spieler irgendwann auch beschäftigt. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und Eckstoß. Wollen ihm helfen. Schussversuch. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Lucia. Pertl. Klasse aufgepasst. Er hat den Ball. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Über die Torauslinie. Ecke. Kovas. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Und jetzt ein Zweikampf. Da hat er den Gegner unter Druck gesetzt und holt so einen Einwurf raus. Trash. Das ist cool. Schäfer. Kommt jetzt die Flanke rein. Gefährliche Flanke. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Souverän. Er hat den Ball. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Da konnte man auch ohne Wiederholung sehen, wie knapp das war. Ein richtig guter Versuch. Sehr gute Technik beim Freistoß. Der Freistoß war gar nicht schlecht, das sieht man hier jetzt noch mal deutlicher, aber der ging doch knapp vorbei. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern, da fehlte wirklich nicht viel. Jetzt Müller. Ono Bulut. Lucia. Novikovas. Das könnte die Chance werden. Sané. Guter Ball auf Müller.
Gulden. Lucia. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Gibt gelb, aber vor allem einen Freistoß aus gefährlicher Situation. Der bleibt in der Mauer hängen. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da kann er sich den Ball holen. Aspur ist am Ball. Sané. Bastians. Es gibt Abstoß. Und jetzt haben sie den Ball. Bruno Bulut. Celozzi. Super Flanke. Da zieht er ab. Den Ball hält er gut. Da ist der Ball weg. Da bekommt er Unterstützung. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bruno Bulut. Novi Kovac. Gulden. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Jetzt gefährlich. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Und das könnte jetzt gefährlich werden. Gute Freistoßmöglichkeit. Und gelb gibt es auch noch. Richtige Entscheidung. Kein Tor nach diesem Freistoß, aber der war gut, Buschi. Ja, Wolf, ganz knappe Nummer. Das war schon gefährlich. Gulden. Zur Pause. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Pertl. Trash. Tolle Flanke.
Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Sané. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Lucia. Fällt jetzt das Tor. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Und damit ist der Ball weg. Sehr gutes Tor, jetzt der Schuss. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen. Den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut. Seins wieder unentschieden. Völlig offen. Doppelter Wechsel jetzt. Ich bin gespannt, ob das auch taktische Veränderungen geben wird. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Pertl. Lucia. Süle. Askuas. Gulden. Terodde. Den Schuss musste der Torhüter halten. So unplatziert wie der war. Das könnte gefährlich werden. Brandt. Der Ball ist im Netz und damit liegen sie vorne. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich. Für dich auch? Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Celozzi. Bastians. Celozzi. Chance. Lucia. Pertl. Celozzi. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Süle. Sané. Bastians.
Er lupft den Ball kurz an und springt über die Grätsche. Super gemacht. Sie kommen nicht so richtig durch und passen die Taktik jetzt an. Jetzt wird verstärkt auf lange Bälle gesetzt. Okay, jetzt könnte es hier noch mal richtig spannend werden. Sie werfen alles nach vorne, wollen das Tor förmlich erzwingen. Er schießt und der Ball geht knapp über die Latte. Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Ono Bulut. Terodde. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Da kommt der Schuss. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sané. Er versucht. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Sieht gut aus, der Pass kommt. Schiedsrichter pfeift ab, es bleibt beim denkbar knappen 2:1. Sie gewinnen und das hatten wir eigentlich auch so erwartet, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es doch so eng werden würde. Ja, aber das lag am Gegner. Die haben alles in dieses Spiel reingelegt und ganz ehrlich, sich fantastisch gewehrt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.